Willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs Legion. Wir machen jetzt die nächste Hauptstory-Mission. Und die befindet sich hier beim Briefing. Da müssen wir. Erstmal quatschen wir noch einmal den Hey, ich ganzen. glaube, wir finden langsam unseren Groove. Ja. Ich habe neulich so einem Clan Kelly Spinner den Kiefer gebrochen, hab ihn voll ausgenockt. Es war berauschend. Hab mich gefühlt wie eine Superheldin. Es fühlt sich gut und aufregend an, etwas zu verändern. Ganz ehrlich, ich glaube langsam, wir können diesen lächerlichen Plan echt durchziehen. Oh, das sind doch mal gute Neuigkeiten. Was kann die uns hier sagen? Doktor. Nee, wie Bereit haben wir für den mehr Namen? Polizeiarbeit? Captain Ich Lau. konnte einen Clan Kelly Laptop abfangen. Der ist voller Buchhaltungsdaten. Beträchtliche Summen wurden auf ein anderes Konto überwiesen. Ich schlage vor, dass wir helfen. Jeder, der sich mit Clan Kelly anlegt, kann nur in Ordnung sein. Das könnte sein. Ich glaube, Bagley hat eine Spur. Viel Glück. Das heißt, eine neue Nebenmission hätten wir. Auf eigenes Konto. Okay, was gibt's hier? Überraschung, Knalltüte. Zwischen der Arbeit mit 404 und dem Aufspüren von Sky Larsons neural kartierten Albträumen brauchte ich einen Tapetenwechsel. Außerdem könnte ich Hilfe gebrauchen. Ein schwarzes Taxi hat Fahrerflucht begangen. Ist schon etwas her, aber in den Nachrichten kam es nicht. Sorry, was soll das bedeuten? Überleg doch mal, alle schwarzen Taxis in London sind fahrerlos. Durch KI gesteuert. In dem Netzwerk gibt es noch einen anderen Computer. Er befindet sich im alten Kanallagerhaus. Mission gestartet, das Wissen. Also lauter Nebenmission oder was? Hey, wie geht's? Ich lese gerade den Nachruf auf Sky Larsen. Genau die Aufmunterung brauche ich heute. Hey, ich bitte dich, eine Frau ist tot. Viele Leute sind tot und das ist ihre Schuld. Also, hurra, hurra, die Hexe ist tot. Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, jemanden zu töten, aber eine andere, es zu feiern. Wir können entweder tun, als seien wir Waisenknaben, oder wir machen unsere Arbeit. Ich mag keine Spielchen. Das ist deine Meinung. Okay, also die hat ja überhaupt keine Skrupel. Gut, aber genug gequatscht. Jetzt werden wir zum Briefing gehen. Okay, nee, hier ist noch was. Und hier. Also, der Zeck steckt jetzt mit dem Bullen unter einer Decke. Tuch, wie man sich Bette zulegt, Mann. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber ich glaube nicht, dass Lau ein typischer Cop ist. Nicht typisch? Deine Naivität ist wirklich charmant. Hey, wenigstens ist sie nicht von Albion. Sie ist auf unserer Seite. Vielleicht überrascht sie dich ja. Und wenn der Fuchs am Ende alle Hühner reißt, dann bist du wohl auch überrascht. Okay. So, dann hätten wir hier noch was. Jo. Hey, was geht? Ich muss ständig an dieses KI-Labor denken. Das ist so verstörend. Ja. Sie hat ihre Mutter getötet und in eine Maschine verwandelt. Das erfordert ein besonderes Maß an Gestörtheit. Schlimmer noch. Die ganzen hirnberaubten Leute sind immer noch da drin. Irgendwie. Als wäre man lebendig begraben, aber man kann nicht schlafen und niemals sterben. Also quasi die beschissenste Unsterblichkeit ever. Das ist ein entsetzlicher Gedanke. Völlig unmenschlich. Hey, wenn das jemals mir passiert, dann versprich mir, steck mich in den Roboterkörper. Das wäre echt cool. Okay. So, auf zum Briefing. Folgendes wissen wir über Nigel Cass. Er arbeitet an etwas mit dem Namen Projekt Themis. Der Mangel an Informationen darüber ist beunruhigend genug. Wir wissen allerdings, dass Cass das menschliche Element aus dem Gesetzesvollzug entfernen will. Er arbeitet auch mit Tidus, was nie gut ist. Tidus macht Geschäfte mit Albion. Übles Zeug wie autonome Waffen, Algorithmen für menschliche Zielerfassung. Tidus ist also unsere beste Spur, um das Geheimprojekt aufzudecken. Ihre Sicherheitssysteme sind jedoch schwer zu knacken, weshalb Hamish eine interessante Lösung vorgeschlagen hat. Albion arbeitet an einer Mikrodrohne. Davon hat mir mein Kontakt erzählt. Sie ist zwar noch nicht in Produktion, aber wenn wir die Pläne kriegen, können wir unsere eigene bauen.
um die Tidus Security zu umgehen. Richtig, richtig. Sie sind mega klein. Sie sollen Albions andere Drohnen warten. Weil sie so klein sind, gelangen sie an für andere unerreichbare Orte. Gut, so sieht's aus. Wir müssen also das Drohnenfertigungslabor von Albion infiltrieren und uns die Pläne schnappen. Und dann habt ihr ein nettes Gadget für den Einbruch bei Tidus. Genial. Ich schicke euch den Ort. Seid vorsichtig. Albion teilt nicht gern sein Spielzeug. Gut. Dann sollen wir jetzt also die Mikrodrohnen-Baupläne stehlen. Das klingt relativ einfach. Sollte aber eigentlich gut gesichert sein, denke ich. Relativ gut gesichert. Was zur Hölle soll das? So, ich bräuchte den dann bitte einmal und dann müsste ich einmal. Was ist eigentlich das hier? Filmstar. Warte mal, was? Schmugglerin. Chockhex möchte gern Actionheld mit Granaten, die keine Attrappen sind. Okay, was hätten wir hier? Neue Mission. Und hier ist auch noch eine. Was ist das hier? Okay, also es scheint jetzt hier doch noch einiges zu geben. Machen wir definitiv eine Schnellreise hier hin. Also, dass es jetzt hier so viel noch zu tun gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht, sage ich ganz ehrlich. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Naja, so, jetzt stellen wir uns auf jeden Fall ein Auto und werden jetzt weiter mit der Hauptstory machen, definitiv. So. Und dann bitte genau markieren. Und hier in dem Gebiet waren wir ab jetzt noch gar nicht. Also, neues Gebiet, was wir hier gerade entdecken. Und sie läuft mir auch genau. KI-Gigant BrokerTech gab heute bekannt, dass Daybreak eingestellt wird, eben ermöglichen soll. Ein Sprecher des Unternehmens hat der Presse mitgeteilt, dass diese Entscheidung aus Respekt vor der kürzlich verstorbenen Gründerin Sky Larson getroffen wurde. Wie das Unternehmen nach dem Tod seiner berühmten Chefin weitermachen wird, ist noch unklar. Aus Respekt heißt es, genau. Die Medien. So. Vorsicht, die Bullen. Können wir die eigentlich hacken? Ja. Gut, da vorne wären wir. Oh, was haben wir denn hier? Erst dich dem Albion-Drohnenlabor. Die Vizepräsidentin, die töten wir jetzt mal eine Runde. Sicherlich. Du musst das Sicherheitssystem ausschalten, das das F&E-Labor schützt. Ich mach mich besser vom Acker. Okay, alle schön ruhig bleiben. Können wir die töten? Ich gehe. Gott, hol mich hier raus. Dann gehe ich halt. Ja. Wir haben die Vizepräsidentin getötet. Und den haben wir auch getötet.
Ich hasse diese Drohnen. Geh doch da an die Mauer, geh doch da an die Mauer, danke. Renn doch, renn doch, renn doch. Weg. Nachladen. Lauf doch. Die Zielperson hat soeben eine Waffe gezogen. Also hier kann mir die Drohne eigentlich gar nichts. Ich bin verletzt. Gut, jetzt hätten wir mal unsere Ruhe. Kein Sichtkontakt. Durchsuchen das Gebiet. Also diese Drohnen sind echt schon eklig. Nein! Hat jemand Sichtkontakt? Irgendwer? Ja, geh doch da bitte rein. Hä? Die Suche war ergebnislos. Zurück zur Zentrale. Kletter doch bitte hoch. Dankeschön. Das deaktivieren wir mal schnell. So, und interagieren hier. Das Sicherheitssystem für das F&E-Labor ist aus. Irgendwo da drin sind die Pläne für die Mikrodrohne.
Ich habe die Pläne heruntergeladen. Du kannst jederzeit gehen. Ja, das machen wir dann jetzt auch. Vielleicht holen wir uns hier noch einmal kurz diese ganzen... Wie heißt das hier? Nein. Genau, Technikpunkte, jetzt habe ich. Das Wort ist mir gerade entfallen. Entfallen. So, gut, dann einmal hier raus. Oh Gott, habe ich ein Chaos angerichtet. Oh mein Gott, habe ich hier ein Chaos angerichtet. So, da werden wir. Mission ist geschafft. Da wir jetzt die Pläne haben, können wir unsere eigenen Mikrodrohnen herstellen. Beeil dich, lieber Bax. Wir müssen schnell bei Tidus rein und Projekt Themis beenden, bevor Nigel loslegt. Und nach dem, was er gesagt hat, haben wir nicht viel Zeit. Gehacktes Fahrzeug identifiziert. Suche nach der Ursache. Also. Gut, neue Mission. Suche die TDs nach Projekt Themis. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. So, also. Was hätten wir jetzt hier? Wir hätten einmal. Ja, komm, dann holen wir uns den doch mal. Den Fluchtfahrer. Ich habe auch gelesen, hier sollte es Imker geben, der besonders gut sein soll. Wieso fährst du jetzt weg? Dankeschön. Ich hätte nämlich schon Bock auf den Imker. Oh. Das Fahrzeug wurde eine oder mehrere Verdächtige gemeldet. Wir haben. Zentrale, ich kann die Zielperson nicht sehen. Erbitte Anweisung. Drei Typisch. Zentrale, machen wir uns auf den Rückweg. Ende. Glück gehabt. Und tschüss, Wiedersehen mit dir. So. Hier vorne hätten wir denn und schon wieder eine Frau. Wieso kriegen wir immer Frauen? Ich hätte auch ganz gerne mal einen Mann im Team. Du siehst für mich nicht wie jemand aus, der darauf wartet, gerettet zu werden. Willst du für die Freiheit kämpfen? Bist du von Detzek? Gott sei Dank, ich brauche Hilfe. Dafür sind wir da. Was ist denn los? Jemand aus meinem Freundeskreis ohne Papiere wurde bei einer Albion-Razzia erwischt. Ich vermute, das wird nicht gut enden. Wir haben einige Erfahrung darin, Leute aus schwierigen Situationen zu befreien. Und was dann? Wenn sie das nächste Mal auch nur in die Nähe eines Kontrollpunkts kommt, wird sie wieder festgenommen. Nein, wir brauchen gefälschte Papiere der besten Qualität. Idealerweise ein biometrischer Pass vom Schwarzmarkt von Clan Kelly. Okay, überlass das uns. Danke. Mach es und du wirst es nicht bereuen. Klingt nach einem schlechten Klischee, aber du weißt, was ich meine. Weiß ich das denn? Weiß ich nicht, ob ich das weiß, was du meinst. So, sei es drum, sei es drum. Ich würde sagen, wollen wir denn mal diese Mission hier einmal schnell machen? Machen wir da schnell Schnellreise kurz hin. Und dann machen wir schnell die Nebenmission. Wobei, die Folge geht jetzt auch schon wieder 20 Minuten. Muss ich mal gucken, wie ich...
So. Da ist die Mission. So, einmal stopp. Ich möchte nämlich gerne dich haben. Weg. Oh nein, das war doch wieder so klar, oder nicht? Es war doch... Komm schon, Alter, genau. Zentrale, ich habe die Zielperson verloren. Kehren zur Zentrale zurück. Suche abgebrochen. So. Der scheint da oben zu sein. Das bedeutet... Kommen wir hier hoch? Nein. Ja Leute, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich da hochkomme, dann nicht mehr in dieser Folge. Denn das dauert mir dann safe zu lange. Ich kann jetzt hier auch keine Drohne oder so... Wir haben hier nur Kameras. Was ist mit hier? Hoch. Ich denke eher nicht. Doch hier. Okay, gut. Gut, ich komme hoch. Ja. Gut, wir sind da. Auftrag. Wo ist der? Wo ist der denn? Schnellreise. Eine Schnellreise? Müssen wir da jetzt nur ein Foto machen? Oder was? Ich habe keine Ahnung, Leute. I don't know, was uns da jetzt erwartet. Ich hab dich was gefragt. Ich hab dich was gefragt. Kein Respekt mehr. Kein Respekt mehr in dieser Gesellschaft. So. Willst du dich mit mir anlegen? Nein. Beinahe gestorben. Warte mal, wohin muss ich denn überhaupt jetzt? Gut, weißt du was? Benutzen wir einmal kurz den Roller und fahren denn hier außen rum. Was? Dein Ernie. Dein Ernie. So. Wohin müssen wir denn? Beschaffe dir Zugang zu den sicheren Daten bei der City Hall. Also hier oder nicht? Was du? Huch, ist in der Nähe. Okay, gut. Wahrscheinlich hier runter. Oder was? Oder wie? Okay, also wir sollen jetzt hier irgendwas... Das Ziel sollte zu hacken sein. Körperliche Interaktion. Okay, ja, wie komme ich jetzt hier runter? Wie komme ich jetzt hier? Ah, hier. Hier gibt es vielleicht einen Zugang.
Dann komm doch her! Schlag doch! Er schlägt einfach nicht. Okay, jetzt bin ich verraten. Ich hab die Schrotflinte. Du machst es nur noch schlimmer. Was macht der denn da? Ich brauche Hilfe. Oh. Du hast einen Kopfschuss, Madame. Mehr aber auch nicht. Und was macht... Die ganze Zeit... Okay, er ist auch tot. So, ja, wie kommen wir da jetzt ran? Ich vermute, wir brauchen hier den Key und genau da. Den laden wir jetzt noch einmal schnell runter. Und dann hätten wir diese Mission auch, dann geht diese Folge heute etwas länger, ist dann aber auch mal so. Wer braucht hier Verstärkung? Hier braucht keiner Verstärkung. Perfekt geöffnet, dann einmal schnell hier ran. Dann einmal hier ran, interagieren und dran denken, hier noch ein Foto zu machen. Und zwar... Drohne, Suche initiieren. Transfer abgeschlossen. Checkt alle Türen und Winkel. Okay, das... Ja, wir sollten doch hier noch irgendwie ein Foto machen, oder nicht? Nee, es war hier, oder nicht? Ah, hier. Wie können wir denn jetzt hier ein Foto machen? Hacken? Wie kann ich nochmal ein Foto machen? Geht nicht, ne? Hä? Okay, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier ein Foto machen kann. Weil dann hätten wir das nämlich auch gleich mitnehmen können. Ein Foto. Okay, nee. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Foto hier machen soll. Tut mir leider leid. Okay, das bringt auch nichts, wenn ich dagegen schieße. Ich wollte sowieso einmal noch was anderes machen. Und zwar bei unserem Team bzw. Technik wollte ich, wie heißen diese? Nicht Jagddrohnen, sondern Kampfdrohnen auch nicht. Persisch Foxdrohnen auch nicht. Jagddrohnen waren das auch nicht. Raketendrohnen. Kampfdrohnen. Parkel Fox Drohnen Hex. Lieferdrohnen. Können die Fotos machen? Ich weiß es halt nicht. So, dann würde ich sagen, ist die Folge für heute auch beendet. Lasst gerne eine Bewertung da für weitere Folgen. Bis zum nächsten Mal. Oder komm, wir gehen noch einmal gemeinsam schnell raus. So. Gut, bis zum nächsten Mal. Auftrag ist abgeschlossen.
Ciao.